Wow, 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 wow. Oh, oh. Wie weit denn noch? Ups. Oh, das kam unerwartet. Hallo und herzlich willkommen zur Snapshot-Folge 15W32. B oder 31a, keine Ahnung. Wir haben es hier wieder mit Neuigkeiten aus der 1.9 zu tun, die nämlich bald erscheinen wird. Und wir haben hier natürlich auch wieder neue Blöcke. Das Endputter ist provisorisch da. Wir haben neue Tränke. Na, Tränke, naja, werdet ihr sehen. Wir haben eine neue Aufmachung vom Crafting User Interface. Wie zum Beispiel dieses Teil hier, das neue. Wir haben natürlich jetzt auch andere Anzeigen, wenn ich zum Beispiel eine Vergiftung bekomme, wird das oben rechts angezeigt. Also was Negatives oben rechts, was Positives glaube ich oben links oder unten links, keine Ahnung. Und wir gehen erstmal durch. Wir haben hier natürlich wieder unser normales Inventar, so wie man es nennt. Und hier haben wir schon mal den Purpurblock. Ja, Purpurblock, auch als Säule, als Treppe, als kleine Stufe und als und Endstone Bricks haben wir hier auch noch. Die könnten ganz interessant sein wie Vorgias. Da werde ich mal den Robert fragen. Ja, aber wir haben jetzt hier erstmal die Blöcke, die sehen so aus. Gibt es im End, da die 1.9 eine Erweiterungsversion für das End ist, ist es dementsprechend auch eigentlich fürs End halt gedacht. Ja, so. Wir haben einen neuen Mob. Das ist der ist hier, der Schalker. Ja, das sind die sind auch im End neu dazugekommen. Machen jetzt noch nichts, habe ich vor dem Video einmal kurz demonstriert. Und ja, dann haben wir hier den Enderstab. Ja, was das auf sich hat, das weiß ich tatsächlich nicht so richtig. Mojang hat da noch keine richtigen Sachen freigegeben. Also freigegeben heißt es nicht. Ja, also man kann den hier erweitern und mehr weiß ich auch nicht. Sieht schön aus, kann man auf Gebäude setzen, finde ich. Wird sie vielleicht sogar schön nachts machen. Ich glaube, ja, genau, der soll nachts leuchten. So, kommen wir mal zur Truhe. Die Crafting-Rezepte zeige ich aus einigen Gründen nicht, weil wir auch noch ins End wollen und weil das sonst zu lange wird. So, hier haben wir die Badroot-Suppe. Den Schalke haben wir hier, die Badroot. Badroot ist. Oh Gott, was war das nochmal? Das wusste ich. Rote Beete, rote Beete. Wir haben hier rote Beete-Suppe und rote Beete. Und wir haben hier natürlich Pfeile, tausende, tausendfach Pfeile. Können wir uns alle mal ins Inventar holen. Probieren wir alle mal aus. An einem Creeper oder an einem Teil. Hier haben wir noch ein Mundane Potion, keine Effekte. Ein Curious Plant, weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet, eine Curious Pflanze. Keine Ahnung, das ist eine Endpflanze höchstwahrscheinlich. So, ich schnapp mir mal den Bogen. Warte mal, das kommt erstmal dahin. Ich schnapp mir einen Bogen. Wo hab ich den? Hier. Und mal sehen. Ja. Der Pfeil kommt nicht wieder. Das ist auch schön, dass er in der Luft hängen bleibt. Das ist jetzt der hier, der Special Arrow. Ja, wir können ja mal kurz gucken. Auf einem Pick, auf einem Schwein oder auf einen Zombie. Naja, gut, der wird zwar jetzt verbrennen, aber was soll's. Ach, der hat eine andere Textur jetzt. Ja, das ist der. Ja, wenn ich mich jetzt zum Beispiel hier einbuddel. Dann sehe ich den Zombie, weil ich den mit einem Pfeil getroffen habe. Das ist so ein Pfeil, der die Umrahmung vom Zombie sehen kann, der aber leider nicht durchschießen kann, oder? Nee. Der kann da nicht durchschießen. Aber auch interessant, ne? Und der verbrennt irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. So, das schließe ich wieder. Das ist der Pfeil. Da bräuchte ich jetzt eigentlich schon wieder irgendwann ein Monster. Hier ein Creeper. Der nächste Fall, der schwarze. Der macht ihn unsichtbar, habe ich das Gefühl. Ja, du auch.
Ja, der macht die alle unsichtbar. Und hier kann man den Rahmen jetzt sehen. Das ist sehr interessant. Das wäre der nächste. Mal sehen, was mit dem nächsten Fall auf sich hat. Nix. Oh Mann, ich schieße mit voller Kraft drauf. Die Pfeile prallen jetzt auch übrigens zurück. Ja, passiert nichts. Arrows of Leaping, okay. Wir probieren einfach mal den nächsten. One Hit, ist das jetzt Zufall oder? Ich finde es persönlich sehr nervig, dass die Pfeile wieder zurückspringen. Das finde ich irritierend. Das hätte man vielleicht nicht machen sollen. Okay, das war der Arrow of Fire Resistance. Ach, dann bekommt der Creeper, den ich abfeuere, Fire Resistance. Das heißt, er kann Lava schwimmen, macht nichts. Gut, nächster. Passiert. Na, 300. Arrow of Swiftness. Swiftness. Ja, das ist der. Boah, geil! Schaut euch das mal unten im Inventar an. Da ist der Bogen gespannt. Hier. Da kann man sehen, wie. Ich zeig da jetzt mit dem Finger drauf. Kann man sehen, wie der Bogen gespannt ist. Okay, Swiftness, okay, gut. Kann ich jetzt nichts Direktes mit anfangen. Was haben wir hier? Arrow of Water Breaking. Breathing. Der hat dann also unter. Der kann unter Wasser also atmen. Der wird nicht ertrinken, der Creeper. Alter, dass er so langsam fliegt, ist aber auch blöd. Und dass die Pfeile mir hier ständig ins Gesicht fliegen, ist auch blöd. Ja, Waterbreaking ist wohl selbstverständlich. Und was haben wir hier? Healing. Der heilt ihn. Ja. Und da es ein Mob ist, wird es ihn umbringen. Das heißt, diese Pfeile, wenn man den auf einen anderen Spieler oder so schießt, die können einen tatsächlich heilen. Und warum fehlt hier ein bisschen Glas? Das fehlt. Das irritiert mich gerade ein bisschen. So, das waren jetzt die Bögen, die Pfeile und Bögen. Das war aber noch nicht alles. Können wir alles wieder zurück tun. Ja, diese Corius Flower weiß ich auch nicht so richtig. Dieses rote Beete, genau. Wenn ich damit in den Game Mode 0 gehe, mit den 1000 Leveln, ich brauche jetzt einen Hunger. Ich brauche jetzt Hunger. Ach so. Ja, also ich bräuchte jetzt einen Hungereffekt. Diese rote Beete, wenn man die isst oder also wenn man die Suppe isst oder wenn man. Oh, der Schalker hat ausgelöst. Ja. Ich zeig mal den Schalker bis jetzt. Also das ist ein Mob, das ist im End und das Teil schießt irgendwelche komischen Bögen. Wenn es mich jetzt zum Beispiel trifft. Ja gut, jetzt hat's mich getroffen. Jetzt hat sich selbst zerstört. Super. Haben wir noch einen Schalker? Ja, haben wir noch einen Schalker. So, ich möchte, dass der auslöst. Ich möchte auch ein bisschen Hunger bekommen, dann kann ich erzählen, was mit dem Rote Beta, also was es mit dem Rote Beta auf sich hat. Wir haben einfach, naja gut. Wir können mal den Difficulty auf normal machen. So, das sollte mich jetzt treffen und man sieht jetzt hier in der rechten Teil einen Effekt, Leviation, und das lässt mich einmal nach oben fliegen und knallt uns gleich runter. Patsch. Alter, und jetzt können wir die rote Beete essen und jetzt werdet ihr sehen, was passiert. Eigentlich sollten wir uns teleportieren. Vorführeffekt. Der doofe Vorführeffekt. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Was rüttelt denn da unten? Die kommt auch kaum voran. Ja, also das ist der Schalker, ne? Interessante Geschichte. So. Und gehen wir mal weiter. All die Sachen können dann wieder rein hier. Wir haben jetzt hier nochmal den Enderdrachenkopf. Das ist. Der ist jetzt ist er weg. Ach so. Dragon Head. Können wir uns aufsetzen. Und können mal gucken. Alter! Das sieht krass aus. Was? Der sieht. Oh Gott, der sieht gemein aus. Der sieht einmal richtig gemein aus.
mal einen Screenshot. Und ja, die kann man zerschlagen, keine Ahnung und so. Und das Ding ist, wenn ich jetzt F drücke, nein, wenn ich den jetzt hier reinlege, dann kommt das Interessante, was auch irritierend ist, vielleicht sogar helfen kann, aber auch tatsächlich, also im Fighten wird es sehr ungewohnt, mit zwei Händen zu kämpfen, nämlich wir können jetzt mit zwei Händen kämpfen. Mit F switche ich das Teil hin und her, also mit F, einmal F drücken geht's in die linke Hand, einmal F drücken in die rechte Hand, und für Linkshänder ist es ja praktisch, wenn die mit links bauen wollen, dass die dann mit links da irgendwie die Köpfe hinsetzen können. Das ist irritierend, aber okay. Gut, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Bogen haben und Pfeile, und ich nehme den Bogen einfach mal hier in das Teil hier. Oh Gott. Warte mal. Der funktioniert jetzt nicht. Ich habe doch hier einen Pfeil drin. Guckst du? Ich weiß nicht. Ah, den Bogen kann ich jetzt irgendwie nicht benutzen, komischerweise. Ich weiß es nicht, warum. Wir können aber das Schwert in die rechte Hand nehmen. Und uns noch ein Schwert holen. Dann haben wir hier gleich zwei Schwerter. Können mit denen hier blocken. Boah, das sieht auch krass aus. Wobei ein bisschen seltsam, dass die in sich reingucken. Und wir können hauen. Und wenn man beide Maustasten drückt, kann man mit beiden Schwertern hauen. Das ist, habe ich eben gerade rausgefunden. Gib's aber nicht zu, weil ich cool sein möchte. So. Das wird auf jeden Fall eine ungewohnt, also es wird sehr ungewohnt, jetzt hier mit neuen Sachen rumzulaufen. Vor allen Dingen weiß ich jetzt nicht, wie ich diese Köpfe hier wegkriege. Ja, also, das ist die neue Hand. Man kann jetzt mit links kämpfen, das ist, finde ich, ein bisschen irritierend noch. Ich muss es ja auch nicht unbedingt benutzen. Also muss ich ja nicht unbedingt. Aber okay, das war's bis dann, bis jetzt. Wir gehen gleich nochmal ins Nether und schauen mal, wie das da abläuft mit dem Teil. Hier können wir jetzt nicht ins Nether gehen, weil wir haben ein kleines Problem mit dem Nether, weil das hier noch eine ältere Version ist. Deshalb würde ich sagen, haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, also wir haben jetzt hier Optionen. In den Optionen ist jetzt nichts passiert. Wir haben die Twitch-Einstellungen erstmal noch nicht. Die Twitch, ja, wisst ihr, Broadcaster, Twitch-Teil, da haben wir jetzt hier nicht. Wir haben die Chat-Einstellungen, wir können die Skin-Anpassung, können wir hier auch noch einstellen. Das ist aber noch alles ein bisschen alt. Und was mir aufgefallen ist, oder was mir jetzt gerade auffällt, die Super Settings, wo man den Bildschirm verdrehen konnte oder so, die sind weg. Die haben sie wieder rausgenommen. Das finde ich sehr schade. Da kann man nicht so einmal so schwarz-weiß Bildschirm oder so nehmen, wie es den 1.8 gab. Das fand ich geil. Das fand ich sowas von geil. Das habe ich gefeiert, aber ist jetzt wohl nicht mehr vorhanden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir im Nether sind. Bis gleich. Ciao. Moin Leute, und da sind wir wieder. Hier jetzt zurück im Nether. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal hier versucht, aber die Bauwerke haben sich nicht generieren lassen bis jetzt. Also eigentlich sollten auf jeder Endinsel Bauwerke generiert sein, und das ist jetzt schon das zweite Mal nicht funktioniert, und ja gut, jetzt ist es halt so, jetzt müssen wir halt damit leben. Trotzdem gibt es hier einige Änderungen. Der Drache kann nämlich Feuer speien. Das kann ich ruhig mal demonstrieren. Wenn ich jetzt in Game Mode 0 gehe. Da sieht man. Ui, gab es einen schönen Partikeleffekt. Wow. So, jetzt kriegst du mich erstmal nicht. Der Drache kann also jetzt Feuer speien. Wir haben jetzt hier in der Mitte schon irgendwas generiertes. Hier, keine Ahnung, was das hier sein soll. Das ist, glaube ich, der Brunnen, wenn das besiegt ist, der Enderdrache. Aber der ist ja nicht besiegt. Das ist hier irgendwie gespawnt. Keine Ahnung warum. So, dann haben wir hier die normalen Kristallkugeln, die man ja zerstören muss. Und, ne,
den Enderdrachen besiegen muss. Und wir haben jetzt hier Eisen. Eisengitter. Nach meiner Vermutung, nach meinen Vermutungen hier nach, sollte sich das Eisen nach einiger Zeit oder nach einer bestimmten Zeit sich wieder selber zusammensetzen. Das heißt, es wird dann wieder schwieriger für den Spieler. Und das warte ich jetzt mal ganz kurz ab. Das sollte eigentlich gleich passieren. Ja. Da bin ich mir natürlich auch noch nicht sicher, weil das funktioniert, aber das ist auch eine Snapshot-Folge. Von daher kann hier mal wirklich was falsch sein, was nicht funktionieren, ne? Und ja, wenn ich die jetzt zerstöre, ist jetzt nichts mehr davon übrig. Das End ist jetzt tatsächlich richtig groß geworden, wie man sieht. Das ist, hat jetzt hier eine größere Fläche, ne? Und es hat wieder einen Feuerball nach mir geworfen. Na, kaputt, danke. Ich guck mal, was ist, wenn ich alle zerstöre und den Enderdrache besiege. Da möchte ich gucken, was passiert. Oha, jetzt habe ich ihn gedamaged. So. Erstmal alle hier. Erstmal alle niedermachen, hier alle Kristalle. Ja, eigentlich müsste ich ein verzaubertes Schwert nehmen oder sowas. Ich nehme jetzt, naja, eigentlich, das könnte schon ein bisschen dauern. Hier, komm her. Ich möchte gucken, was ist, wenn ich den Enderdrache besiege. Warte mal, kann ich nicht eingeben, Kill, dann Ender Dragon. Den geben wir, oh Gott. Ja, das war schön. Super. Da habe ich mich selbst aber mal getötet. Warte mal, wir müssen jetzt mal gucken. Das war doch in die Richtung, ne? Nee. Das gibt's nicht. Jetzt habe ich das Ender. Ja, das da vorne, das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Aber ich habe in der Nähe ein Villager-Dorf gefunden, von daher weiß ich, dass es da funktioniert. Das ist ein Schwein, das sieht gut aus. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Lass mal jetzt alle Winkel absuchen. Wir werden es gleich finden, keine Sorge. Also hier bin ich gespawnt. Könnte sein, dass ich in die Richtung gelaufen bin. Schafen vorbei, glaube ich, nicht ganz. Ist eigentlich jetzt, ja, müsste es in die andere Richtung sein. Mehr Richtungen gibt's nicht. Ja, super. Und rein mit uns. So, jetzt dauert das noch ein klein bisschen. Ah, doch. Geht ja schon. Ja, also die Bauwerke generieren aus irgendeinem Grund nicht. Ich schätze aber auch einfach mal, dass das, wenn ich den Enderdrache besiege, dass es genau das gleiche kommt, dass das Enderportal dann da unten vielleicht angeht oder so, dass dann Experience gesprungen kommen. Und ja, sonst war es das eigentlich vom Snapshot. Das ist halt ein bisschen seltsam jetzt, dass die ganzen Bauwerke nicht generieren. Dafür bräuchte man, habe ich jetzt gehört, ein... Halt, die scheint es so scheinbar noch nicht zu geben. Da bräuchte man schon noch eine Command Creation, Texture Pack und so weiter. Aber das wollte ich jetzt nicht anlegen. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und hast dich festgebackt. Dämlicher Drache. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao.